Ja, hallo meine lieben Landratten da draußen. Herzlich willkommen zu dieser Ausgabe Let's Play World of Warships mit dem Replay der Shimakaze, dem Zehner Zerstörer. Und dabei sehen wir, dass er mit dem Matchmaking ein 8er, 9er, 10er Matchmaking erhalten hat. Dann schauen wir mal, was er zu Beginn macht. Er fährt hier auf den B-Punkt mit seinem Mate, ebenfalls in der Shima. So, jetzt gehen sie hier auch für den Punkt. Ich lasse noch ein bisschen schneller laufen. Wird aber bestimmt gleich spannend, denn jetzt ist er offen und dementsprechend gehen wir jetzt auch in die Live-Action. Scheint ein bisschen Probleme mit dem Replay zu geben. Aber alles halb so wild gerade. Wir sehen, er nebelt sich jetzt hier natürlich sofort ein. Und mal schauen, ob er seinen Torpedo-Schwall gleich da mal hinsetzen wird. Ja, ein bisschen kuscheln, alles halb so wild. Wir sehen, sein Mate hat die Torpedos alle sehr auf den gleichen Spot gesetzt. Das ist jetzt nicht so smart. Die sollte man schon ein bisschen besser verteilen. Außerdem sehen wir, der Gegner ist auch sowieso raus, sonst hätten sie den Cap gar nicht einnehmen können. Deswegen hat er sich wahrscheinlich einfach sofort gedacht, nee, ich schieße da nicht drauf. Habe ich gar nicht nötig. Wie gesagt, die Shimakaze besonders für die Torpedos berüchtigt. Also da ist immer richtig Action in der Bude, wenn die mal vor einem auftaucht. Und jetzt hat er mal seine alle rausgeballert. Beziehungsweise eine Schaft hat er noch. Und da sieht man mal, schaut euch mal an, was da an Torpedos im Wasser ist, wenn die denn alle losfeuern. Und knapp unter 2 Minuten ist die Nachladezeit. Also 15 Torpedos, die man da auf einen Schwall losbekommt, das ist einfach schon unfassbar viel. So, und jetzt traut er sich sogar mal zu schießen, denn er hat hier den Nebel, da kann man auch mal ein bisschen die Kanonen benutzen. So, die Torpedos, Gott sei Dank, hat er früh genug gesehen und war langsam genug. Und da hat er drei Torpedotreffer an der Prinz Eugen gemacht und die auch damit weggeholt. 45.000 Damage, das ist ein Start, mit dem er leben kann. Und man sieht hier hinten da noch das Wrack. Also, das war gut. Genau so sollte man es machen, einfach weit von hinten, ohne gespottet zu sein, ein bisschen die Torpedos loshauen und dann dementsprechend seinen Spaß haben. So, und jetzt mal schauen, ob die Izumo gleich das nächste Torpedoschicksal ereilen wird, wie die Prinz Eugen. Und die schauen auch gar nicht so schlecht aus. Muss nur aufpassen, er wurde jetzt noch ein Flieger entdeckt. Und das will man natürlich nicht mit der Shima. So. Wir blicken auf die Torpedos, die kommen ganz gut und da haben auch wieder 2 getroffen und 2 Treffer. Das sind halt einfach mal 32.000 Schaden. Das ist einfach unfassbar viel.
Also nicht, dass er viele Torpedos hat, nein, die machen auch noch richtig Kabumm. Und die nächsten, da hat die Izumo nicht so wirklich reagiert, denn auch die kommen nicht schlecht. Ich würde einfach erstmal kurz die Action hier behalten. Auch da nochmal zwei, die treffen. Und auch nochmal den Wassereinbruch. Und der tickt, der Wassereinbruch, sieht man oben ganz gut. Und der tickt ordentlich. Jeweils 1000 Damage macht das Ganze. 15.600, 15.000 und stark fallend. Also die Izumo hat da keine Chance, hat wahrscheinlich da schon vorher natürlich gegengearbeitet und jetzt kann er da nichts mehr machen. Und wir sehen oben den Damage-Counter. Guckt mal drauf an. Jedes Mal knapp 1000. Und jetzt mit Degearing sich so ein Duell zu geben, ist auch mutig. Denn die Shimakaze ist nicht unbedingt das beste Gunboat im Spiel. Und die Izumo, das sind die letzten verzweifelten Versuche, sich noch ein bisschen zu rächen. Und da heißt tschüss. Lieutenant Commander US Navy SEAL. Übrigens nicht das erste Mal hier auf dem Kanal zu sehen. Also auch der ein Spieler, der sehr gerne mal Replay einsendet und scheinbar auch immer mit Qualität zu trumpfen weiß. Und jetzt wird es hier sehr spannend. Gearing sehr, sehr nahe. Aber man sieht, man kann auch trotzdem mit den Granaten ein bisschen Schaden machen. Oh, Gearing schön daneben geholzt. Und man sieht, er konzentriert sich jetzt nicht auf seine Torpedos, sondern er bleibt jetzt einfach nur auf den Kanonen. Tut jetzt hier gar nicht lang rum. Und das ist smart. Da jetzt nicht versuchen mit den Torpedos, auch im Close Combat, da jetzt großartig zu arbeiten. Hätte er nämlich ja noch einen Fächer frei gehabt, sondern nein. Er hält da einfach drauf und das klappt dann eben auch. Unser Team hat die Führung übernommen. Und auch hier wieder die nächsten drei Treffer. Auch hier wieder der Wassereinbruch, den er verursacht hat. Aber der wurde natürlich sofort repariert. Denn drei Wassereinbrüche, die will man nicht haben. Er muss jetzt hier ein bisschen in den Nebel gehen. Bisschen safe spielen, bisschen Zeit verrennen lassen. Weil er war jetzt schon sehr stark im Fokus der Gegner und außerdem können sie jetzt auch sich mal da wieder den Punkt zurückholen. Die Iowa ist leider jetzt gerade ein bisschen hinterhalb von der Insel, ihr seht ja. Dementsprechend muss er da jetzt rumkommen, aber die dreht auch rein. Also von dem her hat er jetzt die gute Position, die zu nutzen. Bei 5,9 Kilometer geht er auf. Das heißt, er hat jetzt gerade das genau abgepasst, dass er eben nicht aufgeht. Sehr schön gemacht. Und jetzt wird die Iowa da gleich ein wahrer Torpedoteppich erwarten. Also mich würde es wundern, wenn die Iowa das überlebt, um ehrlich zu sein. Den hat er so schön gesetzt, der ist so schön breit. Da müssen die einfach sitzen. Ja, und die kommen gut. Das war's. Iowa, sag ich schon mal, ist Futschikowski. Und genauso ist es. Gegnerische Schlachtschiff gesunken. Und da ist einfach 15 Torpedos, die breit gefächert werden können. Bei nicht einmal 6 Kilometer Spotting Distance. Das ist einfach ein pures Monster.
Maschinenboost deaktiviert. Torpedos direkt voraus. Die Torpedos hier, der kann er sehr leicht ausweichen. Er ist genau in der perfekten Fahrt dafür. Nicht seitlich oder sonstiges, sondern ganz entspannt. Und jetzt soll wohl die Mogami das nächste Opfer werden. Und auch hier jetzt die Mogami weiß erstmal so gar nicht, was passiert. Und auch da ist der Zieltreffer drin und er holt sich seine Krake. Einfach eine phänomenale Leistung. So weiter kann man nichts anderes sagen. Mittlerweile sind es nur noch 2 Gegner gegen 6 Schiffe und alle 3 Caps sind in ihrer Hand. Also da muss es jetzt schon mit dem Teufel zugehen. Und jetzt spulen wir mal das Replay. Denn ehrlicherweise passiert ja nicht mehr so viel. Sie werden hier noch ein bisschen rumtuckern, so wie es aussieht. Gegner sind keine irgendwo zu sehen. Wir sehen die Tickets oben. Jetzt wurde B eingenommen. So, jetzt findet er noch die Kagero. Aber kommt er erstmal nicht drauf. Ja, damit sag ich schon mal vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit. 245.000 Schaden ist mal aller Ehren wert und das muss man erstmal nachmachen. Die Krake hat er sich für mich sehr, sehr verdient gesichert und wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da und ansonsten viel Spaß, bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.